Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video. Heute gibt es wieder ein What I Eat in a Day, ein Special What I Eat in a Day, weil es heißt What I Ate on My Birthday. Genau, ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt und ich habe das so ein bisschen mitgefilmt. Ich dachte, das ist vielleicht mal interessant, was ich so esse dann an meinem Geburtstag. Das Ding ist nämlich, ich habe keinen Bock an meinem Geburtstag zu kochen. Ist ja klar, ich möchte verwöhnt werden und deswegen dachte ich mir, ist das eine gute Alternative, einfach draußen was zu holen und das dann zu Hause zu essen. Genau, es waren einfach nur meine Eltern da und das war's. Also, ich beginne mit dem Frühstück. Dieses Frühstück war so ein bisschen mal was anderes. Ich esse das ab und zu, also es ist schon regelmäßig, aber mal was anderes, außer mal Müsli. Und zwar habe ich mir Tofu-Rührei gemacht. Kennt ihr ja schon, ganz einfach zu machen. Dieses war ein bisschen mal anders als sonst mein Rührei, weil der Tofu anders war. Das war nämlich noch einer, den meine Mutter mir neulich mitgebracht hat vom Asiamarkt. Das ist ein Pressed-Tofu, der relativ weich ist von der Konsistenz. Und das war eigentlich ganz gut. Also das hat mir gefallen, die Konsistenz da drin. Weil mein Tipp ist ja, für das allerbeste Tofu-Rührei ever, ja, mischt ihr zwei Tofu-Sorten. Das heißt, einen festen, der wirklich so trocken, sag ich mal, ist, ja. Könnt ihr auch im Discounter bekommen dann. Und ein Seidentofu. Diese Kombination, das gibt so das perfekte Tofu-Rührei, sag ich euch. Aber dieses jetzt, das Press-Tofu, war so ein Mittelding. Es war weicher als die, die man sonst so kennt, diese festeren Blöcke. Aber es war halt kein Seidentofu. Es war genauso dazwischen. Das hat mir ganz gut gefallen. Es war so ein bisschen schwabbelig, so, ne? Das krümel ich einfach in die Pfanne, ganz easy. Und dann mache ich da meine Gewürze dran. Ihr wisst, Kurkuma, gerne auch Knoblauchpulver, manchmal auch Zwiebelpulver. Habe ich da aber jetzt nicht reingemacht. Das sind so die wichtigsten Gewürze mit einem allerwichtigsten. Das kommt aber erst ganz, ganz zum Schluss dran. Genau, das lasse ich jetzt erstmal so braten, bis der Tofu sich erwärmt. Das ist so wichtig. Und dann könnt ihr eigentlich alles reinhauen, was ihr wollt. Ich habe jetzt an dem Tag noch Kirschtomaten reingegeben für ein bisschen Farbe und noch mehr Feuchtigkeit. Ich mag das gerne so saftig. Das war's. Ihr könnt auch Frühlingszwiebeln noch dazugeben, Pilze oder sowas. Das ist so meine liebste Kombination noch. Aber ich habe es jetzt nur so gelassen. Und wenn es dann fertig ist, dann wie gesagt, ganz zum Schluss kommt das Kalanamak-Salz dran. Ganz, ganz zum Schluss. Das ist immer wichtig. Man darf es nicht in so mitkochen, weil dann verfliegt der Geschmack sofort und dann habt ihr eigentlich nichts davon. Deswegen am Schluss damit abschmecken. Und das ist auch mein einziges Salz, das ich benutzt habe. Deswegen habe ich relativ viel dran gemacht, damit es natürlich auch salzig genug ist so am Ende. Das ist sehr lecker gewesen. Ich esse es dann einfach nur mit einer Scheibe Brot, die ich so kross getoastet habe und gebe das so drauf. Und dadurch, dass es so ein bisschen saftig ist, der Tofu, hält es auch, weil ich das so drauf matschen kann. Wisst ihr, was ich meine? Und dann sehr lecker. Genau, und dann habe ich mir noch eine Kiwi geschält, dass ich so ein bisschen Frucht noch da habe. Und mein Wasser natürlich, meine Vitamine und so habe ich natürlich auch genommen. Und das war's. Das ist mein Frühstück. Weil ich ja weiß oder wusste, dass ja am Nachmittag, späten Nachmittag würde es ja losgehen mit meinem Geburtstag dann. Also mit meinem Geburtstag ist ja der ganze Tag, aber wisst ihr, ich meine, da würden ja meine Eltern kommen und da würden wir halt mehr essen. Deswegen wollte ich mich jetzt nicht so reinhauen noch davor, aber ich habe einen kleinen Snack einfach nur in der Clementine gegessen. Einfach, weil ich so einen Hunger schon davor hatte. Es hat auch nicht lange gereicht. Also ich hatte eigentlich noch extremen Hunger. Ich hätte noch was essen können. Dann habe ich unsere Adventskalender geöffnet. Wir haben zwei Adventskalender, so halb selbst gemacht. Also die Hängemöglichkeit habe ich selbst gemacht, aber die Produkte da drin habe ich einmal von zwei verschiedenen, also einmal Veganbox, einmal DM bekommen. Genau, und das wollte ich nochmal öffnen mit euch zusammen und jetzt seht ihr, was da drin ist. Das ist immer schön. So eine tolle Überraschung, vor allem eine kulinarische Überraschung jeden Tag. Das gefällt mir am besten natürlich. Dann sind wir schon zum Donutshop gefahren. Ist ein relativ neuer Donutshop hier in Frankfurt. Das ist, glaube ich, so eine Kette. Den gibt es auch in mehreren Städten noch. Und falls ihr den in der Nähe habt, dann checkt den ab, weil der ist echt gut, weil da gibt es sehr viele vegane Sorten, also sehr viele vegane Donuts. Und die schmecken traumhaft. Also die sind wirklich so richtig schön fluffig und saftig. Gar nicht trocken. Die haben tolle Toppings. Die haben auch Füllungen und so. Es war ganz lecker. Und ich dachte mir, warum nicht mal Donuts? Warum was anderes als ein Geburtstagskuchen? Immer dieser typische Geburtstagskuchen. Ist natürlich auch cool. Ich habe auch erstmal dran gedacht, lasse ich mir einen machen. Aber irgendwie hatte ich Lust auf Donuts. Da hat man dann auch die Wahl und so eine Variante, wisst ihr? Und ich mag das gerne. Also wenn ich etwas liebe, dann ist das so die Auswahl zu haben vom Essen. Also ich liebe so Teller zum Beispiel mit verschiedenen Sachen drauf. Deswegen liebe ich auch diese Bowls, ja? Weil man einfach diese Vielfalt hat. Das ist so, das ist mein Traumessen. Vielfalt zu haben und alles, alle Geschmacksrichtungen, Geschmäcker auf einmal vor mir zu haben und es am besten zusammen zu essen. Das ist so mein Traum. Genau, und deswegen dachte ich, ist das nicht schlecht, weil wir da so eine Variante haben. Das Problem war leider, also dieser Donutladen ist so beliebt hier, ja, dass da immer eine Schlange steht. Also ist immer eine Schlange vorm Geschäft. Immer. Und wir waren sogar ganz am Anfang da, wo sie gerade geöffnet haben und es war wieder eine Schlange. Also das ist
immer so. Das ist der bestlaufende Laden hier momentan, glaube ich. Als wir dann endlich dran kamen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil die hatten dann doch nicht so viel Auswahl an veganen Donuts. Und dann wurde mir später gesagt, deswegen sage ich das euch jetzt als Tipp, damit ihr nicht so doof seid wie ich an meinem Geburtstag. Bestellt es online. Man kann nicht bei denen selbst bestellen und dann oder das vorbestellen so und dann machen die das auf Bestellung und nicht. Ich dachte nämlich, ach, ich bestelle nicht online, sondern gehe in den Laden, weil im Laden gibt es bestimmt die meiste Auswahl. Ist nicht so. Die haben einfach nur da so ein paar und dann musste ich halt die nehmen, aber die waren trotzdem lecker, sage ich euch. Ich mag nur nicht so, also ich bin nicht so der Fan von Donuts mit Schoko oben drauf. Also ich mag gern lieber so eine Zuckerglasur, so eine andere Glasur, einfach fruchtig oder Zucker, einfach nur dieser Glaze, ne, oder so alles andere außer Schokolade. Ich mag das nicht so gern mit Schokolade drauf ist und leider waren da auf allen, so gut wie allen Schokolade drauf. Ja, es gibt aber auch andere. Naja, das wollte ich nur sagen. Das war meine Auswahl. Ihr seht, wir haben so ein paar Kerzen reingesteckt, damit es so ein bisschen Geburtstagskuchen-Style ist. Aber es waren die Donuts. Und zwar super lecker. Es hat jedem geschmeckt. Meine Mutter war besonders scharf da drauf. Der hat es richtig gut geschmeckt. Die ja, sind einfach wirklich lecker. Also köstlich. Die kriegen das so saftig hin. Und wir waren am nächsten Tag, also wir hatten noch Mini-Reste, und wir waren am nächsten Tag auch noch saftig. Also die halten sich ganz gut. Das war so mein Kaffeekuchen quasi, ne? Ja, Geburtstagskuchen-Ding. Und dann zum Abend hatte ich aber schon vorbestellt. Am Tag davor haben wir vietnamesisch gegessen. Und zwar gibt es nämlich hier auch einen Vietnameser, der hat auch mehrere Filialen. Da müsst ihr aufpassen, weil es gibt nur diese eine Filiale, die komplett vegan ist. Voll geil. Also ich finde, die waren vorher auch nicht vegan. Die sind es jetzt so geworden. Jetzt die komplette Menükarte vegan. Richtig geil. Und das war jetzt das erste Mal, wo ich wirklich mal viel von denen testen konnte. Weil immer, wenn ich da war, habe ich natürlich auch nur eine Sache bestellt. Ist ja klar, wie viel kannst du essen? Aber ich dachte mir nämlich so, wir machen das nicht, dass jeder ein Gericht hat und er isst dann so seinen eigenen Kram, sondern ich bestelle einfach ganz viele Hauptgerichte. Wir stellen es in die Mitte und jeder kann sich nehmen. So hat man dann wieder die Vielfalt, you know? Genau. Zur Vorspeise allerdings habe ich mir auch von dort haben wir uns Sushi-Boxen bestellt und oh mein Gott, ich sag euch, also wenn ihr irgendwas da bestellen wollt, irgendwas essen wollt dort, kauft euch auf jeden Fall mal die Sushi-Box. Die ist absolut genial. Übrigens, diesen Tipp hatte ich von jemandem auf Instagram. Die hat mir in der Privatnachricht geschickt mit einem Foto davon, dass es das dort gibt. Das wusste ich nämlich nicht. Ich wusste nicht, dass die Sushi anbieten, weil es ja Vietnameser, ne? Ist nicht so typisch. Aber das ist ein richtig exzellentes Sushi, muss ich sagen. Und ein bisschen mal, ich mag das ja, wenn die so ein bisschen außergewöhnlich sind, nicht so langweilig. Und die haben da alles mit Fleisch- und Fischersatz. Also die haben da so ein Sashimi, also so ein Lachs, so Stücke drauf. Oder sowas wie Thunfisch oder sowas wie Hack. Also richtig gut. Der Geschmack war richtig gut, hat auch jedem geschmeckt. Sehr, 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 sehr lecker. Also kann ich echt empfehlen. Das Sushi, absolute Empfehlung dort. Es hat uns geflasht. Es war zwar lecker, das probiert zu haben, aber das macht halt pappsatt, ne? Am Anfang schon so viel Reis zu essen. Deswegen haben wir die Hauptspeisen nicht so gut geschafft. Aber egal, Reste sind immer gut. Kann man am nächsten Tag ja noch essen. War super lecker, das Ganze, was ich da bestellt habe. Also durchweg. Wobei, nee, ein Gericht hat uns allen nicht so gut geschmeckt. Das waren diese sozusagen Shrimps. Die waren aus Cognac. Das war nicht so unser Ding. Also da war die Konsistenz nicht so toll. War nicht so lecker. Aber das war auch mal ein Alternativgericht, weil ich hatte eigentlich was anderes bestellt und das gab es da nicht. Deswegen haben wir das genommen, aber das war nicht so geil. Also das kann ich jetzt nicht empfehlen. Alles andere kann ich empfehlen. Wir hatten so eine Ente zum Beispiel. Dann gab es sowas wie gebratene Reisnudeln mit Zitronengras und sowas wie Rinderstreifen. Das war saugut. Dann natürlich wieder der gebackene, das hatte ich nämlich schon mal gegessen, der gebackene Tofu, der gefüllt ist mit Pak Choi. Super lecker auch das Gericht. Dann Bun Bo Nam Bo. Das ist ja so mein absolutes Lieblings-vietnamesisches Gericht. Also diese Bun, dieser lauwarme Reisnudelsalat, ja, ganz vielen Kräutern und dann kommt dann eben drauf, meistens bestelle ich, weil es das da ja nicht dann vegan gibt, hole ich mir die mit Tofu, also mit Chai heißt es dann, Bun Bo Chai oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, sorry, wenn ich jetzt was Falsches sage, an alle, die Vietnamesisch sprechen können, sorry, aber so ungefähr war das, also das dann mit Tofu, genau. Aber dieses kam halt mit so leckeren Frühlingsrollen und auch solchen Röllchen, ich glaube, das war so eine Hackmasse. Das war sensationell gut, total lecker, also so saftig und
ein bisschen fettig auch. Es war sehr lecker. Sehr überraschend und tolle Aromen. Mal was anderes. Mal so durchweg, kann ich echt sagen, war eine gute Auswahl, die wir hatten. Und sehr, sehr lecker. Hat gut geschmeckt. So ziemlich alles, bis auf eben diese Cognac-Shrimps. Die waren nicht so geil. Das war so unser Essen. Und ihr könnt mir glauben, das hat echt satt gemacht. Ich habe danach nichts mehr gegessen. Natürlich gab es, wie gesagt, ein paar Reste noch. Die haben wir dann am nächsten Tag verputzt. Aber an dem Tag habe ich nichts mehr geschafft. Da war ich echt völlig satt dann danach. Aber super lecker. Ich freue mich so, dass das alles jetzt gibt, ja. Und ihr wisst ja, wir können natürlich auch trotzdem noch draußen was bestellen oder Takeaway, ne? Also man kann immer noch trotzdem was essen draußen. Das war, was ich aber am Geburtstag gegessen habe. Vielleicht war eine Inspiration wieder dabei. Und gerade für die Frankfurter, die das vielleicht in der Nähe haben, können die Lokale mal abchecken. Kann ich nur empfehlen. Dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis dann. Tschüss.